Hey Leute, im heutigen Video zeige ich euch mal, was ich so auf meinem Handy habe. Und zwar habe ich mir vor kurzem das iPhone SE in Rose Gold gekauft, da mein altes Handy leider runtergefallen war und kaputt gegangen ist und ich mir schleunigst ein neues kaufen musste, wobei ich eigentlich ganz froh bin, dass ich das jetzt habe. Für die, die das iPhone SE noch nicht kennen, das ist prinzipiell die Technik vom iPhone 6S im Gehäuse vom iPhone 5S. Und da ich das Gehäuse vom iPhone 5S eh am besten finde, also das Design, habe ich mir das geholt und es gibt es auch in Rose Gold. Und was will man mehr? Also die Farbe sieht echt total geil aus. Ja, dann legen wir mal los. Das hier ist mein Lockscreen. Das ist so ein Bild von Tumblr. Und wenn man das Handy entsperrt, kommt man logischerweise auf mein Homescreen. Wer hätte das gedacht? Und dort befinden sich natürlich erstmal wie bei jedem anderen What's on My Phone Video diese standardmäßig installierten Apps, das heißt Kalendernachrichten, Fotos, wo ich meine ganzen Nacktbilder habe, Spaß, Kamera und Wetter und so weiter. Da gehe ich jetzt nicht drauf ein, das ist ja total uninteressant. Und jetzt wird es spannend, jetzt kommen wir nämlich zu den ganzen installierten Apps. Und zwar habe ich da einmal Evernote, das ist so eine Notizen-App. Wie ihr schon seht, speichere ich da so ein bisschen was, was ich eben als Listen so anschaffe. YouTube-Ideas, das öffnen wir jetzt natürlich nicht. Das ist so voll top secret für die Zukunft, was ich da so geplant habe. Benutze ich aber eigentlich größtenteils nur in der Schule. Dann habe ich hier Snapchat, aber nur einen privaten Account, deswegen öffne ich das jetzt nicht. Twitter, ja, benutze ich leider auch gar nicht so häufig, wie ich das wahrscheinlich nutzen sollte als YouTuber. Dann habe ich hier Instagram, ja, ich glaube, das brauche ich jetzt nicht öffnen, jeder weiß, wie Instagram aussieht. Dann habe ich hier Hangouts, benutze ich aber eigentlich nur mit meinem Bruder zu schreiben, das ist so ähnlich wie WhatsApp, bloß halt von Google. Spotify ist natürlich auch Standard. Ja, genau, für meine Musik, logischerweise. Dann habe ich YouTube, brauche ich natürlich als YouTuber. Und dann habe ich dict.cc, das ist so ähnlich wie Google-Übersetzer, nur eben anders. Also es ist so eine ähnliche App, aber die Übersetzung ist meiner Meinung nach ein bisschen genauer und man kann auch sich zum Beispiel umgangssprachliches Zeug und so anzeigen lassen. Dann habe ich Tumblr, benutze ich aber in letzter Zeit nicht mehr so oft. Rechner und ja, weil ich sehr schlecht im Kopf rechnen bin. Google Maps und Pinterest. Mal gucken, was man da Schönes finden kann, wenn es denn mal laden würde. What? Okay, es lädt nicht, egal. Ihr wisst, wie Pinterest aussieht. Ja, Einstellungen ist klar. Und standardmäßig Telefon, Safari. Mails müsste ich wahrscheinlich mal lesen. Und WhatsApp natürlich. So, meine zweite Seite ist meine Whitepage. Da habe ich eben so Apps installiert, die einen weißen Rahmen rundherum haben. Das, ja, ich habe die nicht extra deswegen installiert, aber mir ist halt aufgefallen, oh Mensch, die sehen ja alle so schön weiß aus, die kannst du doch gleich alle auf eine Seite packen. Und habe ich das dann auch so gemacht. Und mein Arm fällt gleich ab, ich nehme mal den anderen. Ja, auf jeden Fall habe ich da oben Game Center, obwohl ich eigentlich keine Spiele spiele, aber das ist ja auf dem Handy drauf gewesen und weiß und deswegen habe ich das da einfach mal angepackt. Dann habe ich hier so eine coole Verknüpfung zu meinem Kanal. Also über Safari kann man so Verknüpfungen machen, damit ich dann halt immer so ein bisschen abchecken kann. Genau, daneben ist YouTube Studio, keine Ahnung. Genau, das ist so eine App, wo man halt so Analytics machen kann, also so Kommentare beantworten kann und ja, sich halt die Videos angucken kann von Statistiken und Kram, genau. Daneben habe ich VSCO, 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 keine Ahnung, wie man das eigentlich ausspricht, aber ich habe das eigentlich nur, um meine Bilder schon so vorher anzuordnen für Instagram, das ist jetzt für meinen privaten Account, weil ich das gerne so vorher schon anordne. Ich glaube, das macht so ziemlich niemand eigentlich, aber ich habe das eben gerne schon vorher angeordnet, damit ich eben sehe, wie das dann aussieht. Und da das mit VSCO ziemlich gut klappt, mache ich das mal so. Daneben ist Facetune, keine Ahnung, warum da eine 18 steht, aber ja, benutze ich halt auch für Selfies und so. Eismann kommt gerade. Daneben habe ich Snapseed, das ist so eine Bildbearbeitungs-App von Google, die ist eigentlich auch ganz cool. Dann 7TV, also das ist ja so Pro7, was ist dann noch? 6, Sat1 und so, die ganzen Serien, die man verpasst hat, kann man da gucken, das ist eigentlich auch. Ja, benutze ich zwar nicht so oft, aber es ist ziemlich cool. Dann habe ich die Chefkoch-App für Rezepte, obwohl ich eigentlich gar nicht so oft koche. Dann Google Drive, das ist so eine Cloud-App und daneben Google Docs. Damit kann man Dokumente erstellen und benutze ich eigentlich vorwiegend für meinen ganzen Schulkram, da ich keinen Word habe.
Daneben ist Google Play Kiosk. Das ist so eine News-App. Da gucke ich aber irgendwie nicht so oft rein. Also ja, da müsste ich mich wahrscheinlich mal öfter überwinden. Dann habe ich hier die Health-App von Apple. Die ist eigentlich auch ganz cool. Ich benutze sie eigentlich nur, um so meine Schritte zu tracken, weil sie eben zählt. Daneben ist Flickr. Das ist auch so eine Cloud-App. Also ich benutze sie als Cloud-App. Jetzt habe ich hier unten noch meine Shopping-Apps, in die ich auch hin und wieder mal reinschaue, einfach so, um mal zu gucken, was es so Neues gibt. Einmal ASOS, dann Zara und H&M. Hier habe ich auch noch Zalando und auf der zweiten Seite auch noch Shein. Aber das ist schwarz und deswegen hat das hier nicht auf die Seite gepasst. Dann habe ich hier Groupon. Das ist auch eine sehr coole App, wenn man so Deals sucht, also so Schnäppchen, wird einem auch so alles, was in der Nähe oder in der Umgebung eben gerade günstig ist, angeboten. Das ist auch ziemlich cool. Dann habe ich die eBay-App und auf der zweiten Seite kommen dann noch, nee, die dritte Seite ist es eigentlich schon, kommen dann noch so ein paar random Apps, die auf die anderen Seiten nicht mitgepasst haben. Einmal Afterlight, auch Bildbearbeitung und Lightroom. Lightroom ist eigentlich echt cool, weil die App an sich sehr angelehnt ist an das Lightroom-Programm für den PC. Mit dem PC-Lightroom-Programm bearbeite ich ja meine Bilder und deswegen benutze ich die von allen Bildbearbeitungs-Apps noch am meisten. Daneben ist iMovie, das habe ich eigentlich nur, um die Soundeffekte rauszukopieren von Apple. Dann Shazam, ja, ich glaube, jeder weiß, was Shazam ist. Kann man halt so Lieder taggen, wenn man die irgendwo hört und nicht weiß, wie die heißen. Dann habe ich auch noch eine sehr coole App, die heißt 3030, die ist von Binary Hammer, glaube ich, und die kann ich dann auf jeden Fall in der Schulzeit wieder sehr gut benutzen. Die hatte ich früher mal auf dem iPad und für Android gibt es die leider nicht. Deswegen konnte ich die bisher nicht benutzen. Auf jeden Fall kann man sich da so To-Do-Listen anlegen und die Zeit dazu, für, also wie lange man für eine bestimmte Aufgabe braucht, und das läuft dann halt ab. Und ja, für unproduktive Menschen wie mich ist das sehr hilfreich. Genau, auf jeden Fall ist die ziemlich cool. Dann habe ich hier den iTunes Store und iBooks, weil ich da schon öfter mal reingucke, alleine wegen Serien bei iTunes. Meine Notizen und iTunes U ist eigentlich ganz cool. Also da kann man, ja, ich nehme es mir vor, ich weiß nicht, ob ich das später mal machen werde. Gibt es so ein paar kostenlose Kurse für Schüler und Studenten, also so ein bisschen büchermäßig ist das halt. Ja. Ich weiß nicht genau, ob ich da später mal reingucken werde, aber ich habe es halt mal hier. Dann meine Kontakte und dieser Apple-Ordner mit allem Möglichen, was man eigentlich braucht, also Aktien und mein iPhone suchen und so ein Kram. Dann habe ich hier Fancy Key Pro, das ist eigentlich ziemlich cool, und zwar kann man damit so Schriften erstellen. Ich zeige euch das gleich mal. Also man kann die Tastatur aktivieren und dann, oh Gott, das ist so schwer über den Bildschirm das zu machen, kann man eben hier so Schriften einstellen, zum Beispiel sowas hier, und dann kann ich jetzt hier zum Beispiel einen Beispielsatz schreiben. Ich schreibe jetzt einfach mal das unkreativste ever. Hallo Leute. Und ich weiß nicht, ob man es sehen kann, aber es ist auf jeden Fall so eine coole Schrift. Also so sehr cool für Instagram und für den WhatsApp-Status oder so. Genau. So, das war's von dem Video. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr mir ja gerne einen Daumen nach oben da lassen. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!